So. Warum ich den Propheten liebe? Ich liebe den Propheten aus tausenden Gründen. Ja, wenn man das Leben von ihm studiert, dann ist man einfach beeindruckt. Aber um eine Geschichte zu erwähnen, warum ich ihn liebe, weil er einfach ein Vorbild im Mut ist. Zum Beispiel der Schlacht von Hunain ist er ganz alleine auf 24.000 Leute losgeritten, hat gesagt. Die Pfeile und die Steine flogen um ihn herum. Und er alleine reitet los auf 24.000 Leute. Allein gegen 24.000. Das ist nicht wie in der Disco, ja, gegen vier Mann oder vier Türsteher oder so. 24.000 Leute, auf die reitet er zu, die sind bewaffnet, die Pfeile fliegen, die Steine fliegen. Und wie alt ist er zu diesem Zeitpunkt? 61 Jahre. Und er sagt, ich bin der Prophet, das ist keine Lüge, ich bin der Nachfahre von Abdul Muttalib. Und er geht runter von seinem Reittier. Sie wollen ihn festhalten, also seine Leute. Und er hebt die Arme zum Himmel und sagt, in dieser Schlacht, ihr müsst euch vorstellen, da sind die Pfeile am Fliegen. Die haben schon angegriffen, die Leute. Und dann sagt er, Allahumma enzil nasrak. O Allah, sendet, oder nesil nasrak, enzil nasrak. Sende deine Hilfe herunter. Und dann nimmt er sich Erde vom Boden und schmeißt die Erde in die Richtung von den 24.000. Die Gesichter hässlich werden. Und alle, die dort standen, die sagen, weil nachher sind einige von denen Muslime geworden, die sagen, wir haben das gespürt, das war so bei uns erschütternd, als wenn man so einen Stein in so ein Metall, in so einen Teller reinwirft, so klang. Ja? So, das ist ein Grund, warum ich ihn liebe, weil er der mutigste Mensch war. Und weil er ein Prophet von Allah war, denn das ist ein Beweis, dass er ein Prophet von Allah war. Weil kein Mensch kann es mit 24.000 Leuten auf einmal aufnehmen und so überzeugt von sich sein, das zeigt, dass er wahrhaftig gewesen ist. Weil er hätte niemals geglaubt, dass er das schafft. Und das dann auch wirklich noch zu schaffen. Die haben die mekkanische Armee vertrieben. Die muslimische Armee vertrieben die Hawazin. 24.000 gegen 12.000 ungefähr. Ja? Die haben also über 20.000 gegen 12.000, die haben die vertrieben. Auf einmal, die sind in dem Tal Hunain von allen Seiten beschossen worden. Und die wussten nicht, auf einmal sind die Pfeile geflogen, da sind einige geflüchtet, weil die wussten nicht mehr, auch keinen Ausweg mehr. Und viele sind geflüchtet, einige sind stehen geblieben und einer ist in die Richtung zum Feind geritten. Und dann einer, der 61 Jahre alt ist. Alayhi salatu wassalam. Wie kann das sein? Ach, weil er überzeugt war. Und was ist am Ende passiert? Er stellt sich hin, er sagt zu Abbas, er soll die Leute rufen. Und dann sind dann welche zurückgekommen. Und was ist passiert? Dann haben sie die zurückgetrieben bis nach Taif. Dutzende Kilometer bis nach Taif zurückgetrieben. Das heißt, der Prophet alleine hat eine Schlacht entschieden gewonnen gegen 24.000 Menschen. Und deswegen, diese Leute von Taif waren nachher in der Zeit, wo der Islam bekämpft wurde, in der Zeit von Abu Bakr, als es dann neue Feinde kamen, die Islam bekämpft haben, die Murtadun, waren die Stadt von Taif eine der Städte, die stehen geblieben sind, weil die haben diesen krassen Beweis gesehen. Stell dir mal vor, du fährst, du gehst mit dem Propheten alaihi salam raus. Und stell dir vor, du würdest ihn nicht kennen. Du würdest nur gehört haben, da ist jemand, der behauptet, er ist ein Prophet. Du weißt nichts. Und jetzt reitest du da vorbei und du guckst von außen, guckst dir diese Schlacht an. Du siehst auf der einen Seite 24.000 Mann und du guckst dir das so an. Boom, auf einmal die 24, diese über 20.000 explodieren, schießen mit Pfeilen, mit Steinen und so weiter und so fort. Und denkst dir, jetzt mal gucken, was dieser Prophet so macht. So, du hast ja keine Ahnung, kennen sie nicht. Auf einmal seine Leute fliehen. Da denkst du ja, toller Prophet, seine Leute fliehen oder viele von denen fliehen. Und auf einmal guckst du, da reitet einer auf über 20.000 Soldaten zu. Wer ist das? Anna Nabiula Kedib, Anna ibn Abdul Muttalib. Stell dir das Bild mal vor. Bruder, was würdest du danach sagen? Was würdest du sagen?
Stell dir vor, du würdest ihn nicht kennen. Du hörst jetzt, da ist jemand, der behauptet, er ist ein Prophet. Und jetzt kommst du da, ohne es geplant zu haben, an diesem Tal von Hunayn vorbei. Da steht die Armee des Propheten, von dem du nicht weißt, ob er ein Prophet war, weil du hast nur gehört, der behauptet ist. Du weißt noch gar nichts über ihn. Und da stehen die anderen mit einer riesengroßen Übermacht. Bumm, die fangen an, die überraschen die Soldaten des Propheten, die gehen laufen. Denkst du, ja, toller Prophet, heute verliert er aber. Und einige bleiben stehen, auf einmal geht der Prophet selber nach vorne. Und auf einmal dreht sich die Schlacht wieder, die schon verloren war. Stell dir das mal vor, das siehst du, was würdest du danach sagen? Danach würdest du sagen, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und das ist einer von tausend Gründen, warum ich den Propheten alaihi salatu wasalam liebe und warum ich jedem empfehlen würde, sich mit dem Leben des Propheten alaihi salatu wasalam auseinanderzusetzen. Alhamdulillah.